The power of the dark side, 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 side. Zugeholt, wenn wir einen Turret Eraser bestückt haben. Bei Schwarze sind alle komplett leer gewesen, gibt's ja nicht. Manche ist so komplett vollgestopft mit Holz und manche sind halt einfach komplett Laro. So, mein Pferd ist leer. Wo ist denn der Bus mit Holz? Bus. Auf unserem Busfahrer. Ente? Komm, Freddy, Bus bauen. Ich brauch Glasscheibe. Ja, was? Von innen durchsichtig, nur außen nicht einsehbar. Was für welche? Drei. Ceiling. One way. Frage, haben wir hier durchschauen können. Na, Ceiling, welche Richtung durchsichtig? Haben wir zwei Paracers? Nee, gell? Nee, weil es gießen hat, einer reicht. Hätten wir die spezielle Ray-Technik machen können. Ich hätte es dann im richtigen Moment mal sagen sollen. Obwohl, wir können natürlich gucken, ob der andere da immer noch ist. Ja, einfach hinten oder an der Seite ins Schacht rausbauen, wo sich einer an der Leiter ranhängt und dann mit C4 am Boden. Dann einfach an die Base ranlaufen, zack. Vier Planten weglaufen, sprengen und freuen. Warum brauchst du dafür zwei Parasia? Ja, weil wir den einen zum Turret Paracer machen wollen. So. Und da sonst die Strukturen drauf gehen. Ich will jetzt kein Turret Paracer, wo zwei Turrets drauf sind. Hätte auch mal was. Die Forges sind aus. Noch eine gute Stunde, ne? Denk dran. Okay. Dann müssen wir uns beeilen. Forges sind so mühselig. Ja, weil das so nervt viele, wie das. Hölle. Aber keine 2500 Metall rausgekommen. Und Polymer. Ja. Und Zement. Und weißt du, wie viel Polymetall wir durch die gemacht haben? Jede Menge. 3 Milliarden, 1000. Mehr als mit 4 Superforges. Eine Superforge sind 15 normale Forges. Ah, 15, okay. Ich hatte irgendwie in Erinnerung. Ich hatte immer 30 in Erinnerung. 15. Ja gut, alle Forges sind wieder befeuert, wir können was anderes machen gehen. Yeah. Jedes Mal, ey, wenn ich in der Base bin, habe ich wieder Durst, weil ich jedes Mal, wenn ich in die Base komme, die Forges auffülle. Ich fall da auch gleich um. Eisen? Mehr eigentlich genug, oder? Metall ist genug drin, ja, es passt alles. Max, bleib am besten noch näher an mir stehen, damit wir auf jeden Fall auch beide mit einer Rakete tot sind, ne? Kann auch noch näher kommen. Das war ironisch gemeint. Ich denke das weiter. Sag bloß. Eieieiei. Eigentlich kann man die ganze Zeit die Forges auffüllen und Metall wieder rauspulen. Da brauchst gar nichts anderes machen. Ganz die ganze Zeit. Ich bin eingesperrt. Okay, hier ist ein Paracer, der denkt, er wäre Krösus, weil er hier gerade mal quer mit dem Affenzahn den Berg runter rasselt. Nein, ist das kein Getamter. Wo bist du eingesperrt? Geh rechts, hier. Nein, links von dir. Hoffentlich raidet uns Beam, ich will das Gesicht sehen von ihm, wenn wir da irgendwie so 50 Forges gebaut haben. Die alle zusammenfängt. Was haben die denn da gemacht? Lasst ihr mich bitte aus eurer Kämpferei raus. Oh, shit. Vor mir steht einer mit dem Decken, mit dem Terrorbird.
Wegschießen. You suck! Wuhu! Eieiei. Gibt's hier irgendwo Wasser? Du guckst gerade aufs Meer. Ja, aber ich kann das da runter. Es ist schlecht, dass da jetzt ein Typ im Terrorbird ist. Nimm ein paar Bären. Der will den Paracer tame. Welchen Paracer? Einen Paracer. Bring ihn doch gerade. Bin in den Highlands nochmal. Was machst du in den Highlands? Ich hol gerade die High-Level-Deep los. Ach so. Brauchen wir davon so viele? Ja. Das ist immer gut. Sind auch gut als Tank. Wenn wir einen ich hoffe mal nur nicht, dass der Typ jetzt es geschafft hat, den Diplo an. Ist mein Diplo? Oh. Kann man vom Diplo aus, wenn er mit dem Affenzahn reitet und man drauf sitzt, D4 runterschmeißen? Denke schon. Ja, geht. Ja. Der Typ zieht mir. Mann, ey. Geh von der Ebene runter, du Blödmann. Der ist ganz nah an meiner Base. Ey, heute auf dem Offi bin ich schon so halb ausgerastet, ne? Ich hab mir extra so eine Tame-Hütte gebaut. Eine Tame-Hütte. Weil du dich jetzt ganz kleinlich und zierlich versteckst. Ja, genau. Jungs, was ist da los? Die Electronics sind ausgelaufen. Schwache Leistung. Kann ich mal nachfüllen hier mit Metall. Da ist mein Diplo. Was macht man, um die Tiere hochzukriegen? Das Schwein oder Fleisch? Beides. Schwein. Brauchen wir noch ein Schwein. Weil lange ist er nicht mehr. Ja, kümmert sich vielleicht mal irgendwer drum, tankt mal irgendwer so ein Viech. Weil sonst verkacken wir es. Okay, der Typ ist mit dem Paracer abgehauen. Ein 180er Diplo noch. Wie lange haben wir noch? Stunde. Eine gute Stunde. So, ich würde sagen, Rex 50 Minuten. Eigentlich haben wir ja nur noch eine halbe Stunde, aber dann wollen wir uns ja Equip und so machen. Das kann eigentlich einer erledigen. Ja, ist wieder ein Stück unter Base. Ich müsste eigentlich nur den Typen auf dem Terrorbird bowlern, danach ist eh Schluss. Ja. Naja, nee, ich hab auch ein paar Bowler in meiner Hütte. Ein Teleporter da? Wenn ich den Teleporter. Nee, aber in den Highlands gibt es einen Teleporter. Da ist der Wichser. Wollen wir auch dahinter, Rudi, helfen? Ja. Ich will aber. Ja, ich nutze nach Möglichkeiten keine official Teleporter mehr. Wollen wir hinrennen? Gönn doch hin. Also ich bleib jetzt, fang da jetzt nicht an, noch irgendwie groß Action zu machen. Okay, dann wir brauchen jetzt erstmal die Ressourcen. Der Typ auf dem Terrorbett geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Oh mein Gott. Oh. Er hat abgelassen von seinen, von seinen Erasern. Problem ist nur, der wird mir hundertprozentig jetzt den Diplo streitig machen. Der muss den nur ein einziges Mal anhitten und das Taming ist vorbei. Na dann. Da kommt da wieder der Drecksack. Zeig doch mal, dass du gut bist. Ich hätte gelacht, wenn er jetzt gestorben wäre. Das Lustige ist. Ende, wie sieht's aus mit Turrets craften, wenn alle dann da sind, oder? Dann warte ich jetzt in der Base. Wegen Leveln halt. Nee, jetzt doch noch nicht. So eine Frage. Jason, wir können ein Schwein tamen. Okay, ich komm mit. Habt ihr was zu tun, Schweine tamen? Hasse ich nämlich. Mhm. Kann ich bowlern, die Mistviecher, gell? Wir müssen in High-Level-Stege unbedingt leveln. Einer könnte sich noch um Biotoxin kümmern. Worin ich gerade lebe. Eine Qualle und dann mal genug Shocking Darts. Rudi, kann ich den Terrorbird nehmen? Nö, mit dem bin ich noch unterwegs. Böse.
Alter, ich hab nichts zum Tamen, ne? Ach, never mind. Ich hab 80 Pfeile, 81 Pfeile. Ich hab grad ne Longneck und ein paar Darts. Dann auf jeden Steg und Sattel drauf, ja, ne? Ja. Wo du einen Benzinhersteller? War nicht mehr gerade. Ja, brauchen wir nicht mehr. Guck einfach in den Generator, da ist genug drin. So, wo hast du Turritz-Larve? Noch gar nicht, ne? Doch, sind schon ordentlich welche da, aber gerade eben nicht mehr. Weil ich jetzt erstmal... laufen gerade keine mehr durch, aber im linken Tresor. Oh ne, da kommt einer mit dem Wolf! Ich bräuchte jetzt aber echt mal Hilfe, um die Sachen, um die Turrets auf dem Dach aufsetzen zu können. Ich kann helfen. Bist du nicht unterwegs? Oh, wäre toll. Bin gerade zurückgekommen. Also ich jetzt den Terrorbird. Der bringt dir eh nichts, wenn ihr mit Raptor losgeht. Warum? Bringt er halt nicht. Ich möchte ihn trotzdem. Wo sind denn die Schweine? Wo spawnen die Schweine? Oh. Im schwarzen Gebiet, oder? Nee, im weißen. Sind sie mit Wolf und Katze schon da, eigentlich. Wolf und Terrorbird. Vogel. Im Schneegebiet, oder? Ich hab beim Beamspot welche gesehen gehabt, da hatte ich welche her. Ja, ich mach mal ohne. Mach wie gesagt, ihr habt eh keine zwei davon. Ja gut, also go. Wäre jetzt dumm, wenn uns das in der letzten Stunde noch rippt und wir dann kein vernünftiges Scout hier haben. Wo ist der Raptor? Wo habe ich ihn abgestellt? Neben dem Pferd. Hier, 294. Ja, okay. Sind sogar zwei. Go, Alter. Okay, wo bist du, Freundin? Ja, ich nehme noch Raw Mutton aus dem Rex mit. Springen wir dann einfach hier runter? Alter, ich hasse die Wasserleitung! Ich hasse so. Oh oh. Ja, kann ich auch nur manchmal auch trinken. Getrunken. Es geht an manchen Stellen, ne? Aber wer stellt eigentlich den Diplo so bescheuert hier hin? Ich höre das Trinkgeräusch, aber er sauft nicht. Da musst du an den Brunnen gehen, da kannst du saufen. Wo bist du? Wird sogar dein Wasser voll gemacht. Ich bin schon über der Schlucht. So, dann komme ich jetzt. Ja, ich war noch vor der Schlucht. Jetzt ist der Typ im... Ich bin jetzt am Bibersee. Jetzt ist der Wichser mit seinem scheiß Vogel wieder da. Ich muss irgendwie rausschneiden. Der Turret setzen, ne? Einfach ins Schneegebiet pissen. Super, ich habe keine Bola mehr. Weit zu laufen ist immer sinnlos, Alter. Oh, ist das zum Kotzen, ey. Kann sich jemand bitte in die Highlands porten und mir mal helfen? Ich habe hier einen 180er Diplo, wenn er mir einmal angreift, ist er weg. So timest ihn passiv? Ja, natürlich. Ausnocken hilft bei dem Viech nichts. Prozent hast du schon. Ja, der ist beinahe fertig, das ist es ja. Ich brauch noch ein, zweimal füttern muss ich ihn. Ja, dann geht echt mal einer schnell hin. Mit was? Rex? Nee, Rex wäre glaube ich zu langsam. Nimm einfach Terrorbird. Terrorbird, Terry, irgendwie so. Au! Motherfucker! Nimm den, Raptor. Welchen von den? 139, das ist scheiße. Ich glaub, irgendwo ist noch ein Sniper von denen. Irgendwas erwischt mich die ganze Zeit. Ist auch, dass du nicht den Dieter erwischt. Na komm, nimm ich den scheiß Raptor. Ja, der wieder, Raptor schon wieder mit gehittet worden. Beim Schweine holen. Ja, wir haben aber drei. Das muss aber natürlich jetzt wieder sein, dass die genau hier tamen wollen, wo ich rummache. Alter, hier sind zwei Schweine. Die rennen zum Diplo. Hobbys. Nein! Ja. Highlands NA. Gut, bin unterwegs. Ja, sind zwei Typen auf Terrorbird. Bin unterwegs. Zwei Schweine von den netten Homies. Und hier ist der Spieler. Wo? Direkt an dem Teleporter. Ente, soll ich dir jetzt helfen? Ich weiß nicht, wo der Teleporter ist. Wo bist du? Im Schneegebiet war der. Bazooka? Ich bin weg. Was sprengt da gerade? Ne, bei uns! Oh, ja, hatte ich nicht dabei.
Leute, das sind zwei Typen auf der Mauer. Ich glaube, die haben den schon gehittet. An der Base. Mega lag. Bazooka, wir werden beschossen. Wo bist du in den Highlands? Sprengung. Ich. Okay, ich komme. Ich hab's da keine Ahnung. Ich glaube, ich disconnect. Ich weiß noch nicht mal, wo die Schüsse herkommen. Wir haben zwei Schweine, Alter. Wir brauchen jetzt auch ein Schwein, sonst ist es. Imbi, soll ich verteidigen kommen? Ja. Ich komm alle verteidigen. Ich und Polenny kommen von hinten. Hoffe ich zumindest. Guck mal, dass alle Dinos in Vorspiel drin stehen. Darf man denn schon PvP machen? Es bringt doch nichts mit dem. Wir haben die Tore aufgelost. Die Tore vorne sind auf. Wow. Ja. Wer ist denn raus? Bin oben drüber. Fabricated Sniper! Verdammt! Kein Wunder, dass der den Megalosaurus die ganze Zeit easy anschießen kann. Oh. Die ganze Forge ist abgekocht. Ja. Wow. Wie jetzt? Was? Die Forges sind im Arsch. Ich dachte, wir haben Schilde. Ja, ja, die waren doch vor dem Schild. Ja, die unter dem Schild sind ganz und die nach dem Schild sind kaputt. Ja, ist egal, wir haben so viel Metall geholt dadurch. Dreck, wer war das? Die werden noch vor 4 Ehre geradet, ne? Ach du Kacke, ist das viel. Ja, keine Ahnung, wer war das? Wisst ihr das? Nee. Da steht nicht drin, ne? Aber keine, ich denke mal, das ist hier unsere Nacht. Oder welche Spektator? Nachbarn? Wir haben ziemlich viele Nachbarn. Die unteren, die böser. Aber es ist halt echt nicht förderlich, wenn man die Toren offen lässt. Nee, das hätte jetzt eine Rakete mehr gekostet. Wahrscheinlich sogar nicht mal, weil er sich gewerbt hat, also insofern. Ja, aber trotzdem. Ja, wahrscheinlich hätte man die Forge, sondern eher die Tech Foundations gedings. Ja, der hat sich von unten rangewerbt, einmal geschossen und ist wieder gegangen, wahrscheinlich. Oh, ich hab ein Schwein, jawohl. Leute, wir müssen das Zeug jetzt einsammeln, ne? Ja, ich bin schon dabei, wieder zu joinen. Ist ja schon. Das gibt's doch nicht, von wo schießt denn der jedes Mal? Ich verliere den immer aus den Augen. Merkt schon, der Zeller hat Probleme. Ja. Ich bin halt im Redwood. Ich bin halt in den Highlands neben Redwood. Redwood neben Highlands. Alter, hab ihn fertig. Wahnsinn. Ja, die haben nicht einmal versucht anzuhitten. Ich hab den Diplo. Ich lauf jetzt zum Teleporter in den Highlands.
Alter. Ja, den Timecube müssen wir mal langsam setzen. Machen wir auf keinen Fall. Ja, wollte ich gerade machen. Erst einen Schweinsattel. Schild bleibt stehen, bis es heißt, wegmache. Und stellt ihn bitte in die Mitte des Raums oder so, weil es sonst kriegt er schon den Schlag ab, wenn die Wände zerstört werden. Kann mir bitte wer erklären, wer unseren Sieblo so beschissen geparkt hat, dass man nicht mehr aus der Base kommt? Ich hab den eben schon umgeparkt. Der mit dem pinken Rücken, oder was? Wir müssen jetzt echt mal Waffen anmachen, langsam. Ja, zwei Raketenwerfer für jeden habe ich schon. Ja, es geht um Sniper. Ja, Munition auch schon? Ein bisschen, nicht wirklich viel. Okay, oben fehlt mehr. Noch das Kabelsystem, ne? Für die Turrets. Ach, was? Gut. Ich weiß. Kabelsysteme für die Turrets ist da. Die kriegen schon. Ja, nö. So, in welchem Viech ist denn viel Fleisch drin? Geplaced? Ah, doch, ja, okay. Boah. Gut. Ja, also, das sind die Kabel. Ist hier irgendwo Fleisch in irgendeinem Tier? 12 Fabricator Larven. Fabricated Sniper, sorry. Ich dachte gerade schon. Was hast du getan, Simbi? Nein! Munition lampt gerade zu. Energie. Enter. Die Turrets an den Ecken haben noch keine Energie. Kann niemand das bemannte Geschütz? Level 93. Wenn ich die ganze Zeit Food beim Schwein reindrücke und raussitze, ne, dann ist es normales Heilen, oder? 93 bin ich, kann ich lernen. Okay. Dann kommen wir hoch und bastel ins. Die Gatling meinst du, ne? Ja, bemanntes Maschinengewehr. Will ich noch fette Parathea. Ich guck jetzt mal ins Haus rein. Ist Level 94. Fehlt mal ein Level. Fleisch müssen wir doch farmen, damit der Ding, damit das Schwein genug zur Verfügung hat. Wir müssen das Fleisch einfach mal nur kochen, weil das bringt viel mehr dann. Ja, ja, natürlich bringt's mehr. Ja, dann sollte sich vielleicht. Ich hau den Diplo Fleisch. Jetzt nur noch auf Gesundheit. Der hat schon 34.000 Tragfähigkeit. Ja. Willst du mit so viel Welt? Brauchen wir eh nicht mehr. Was hast denn du für Helmuff? Skin. Das ist ein Skin. Von Apparition. Was? Ich hab den auch. Ja, wenn du das neue. Wenn du den Season Pass schon gekauft hast. Ja, wie jetzt, den kann man. Okay, dann werde ich mir Mäuche holen. In der Ecke hinten links in das Turret wird noch nicht gepowert, ne? Ich weiß nicht, wie du gebaut hast. Mit einem Rätschen über Parathea-Bau oder Base? Base. Okay. Der Parathea, wenn da einmal was drin ist, das passt schon. Wird eh alles gut. Parathea ist ja startklar, ich will halt nur das Geschütz noch truppern. Baut mal bitte, Pflanze krieg ich nämlich hin. Ich setz jetzt den Cube, ne? Ja, und setz dann auch gleich noch den. Sell wir uns umbenenne extra? Ja, wenn das ist dann mal irgendwie dumm, ne? Also. Ey, warum denn umbenennen? Damit das einfach nur aus Spaß, es sieht halt nicht, dass es Stress gibt, deswegen dann. Es gibt keinen Spaß. Dann heulen sie wieder rum, halt. Soll das Stress geben? Also soll das natürlich nicht irgendwie was Beleidigendes oder so nehmen, aber... Ihr Pussys! Okay, set! Na, Moment. Boah, jetzt das ist ich gerade wieder raus. Warte, wie heißen die? Boah, wie werden das so kriegt so ja, danach direkt wieder umbenennen, ne? Ja, ich bin schon soweit, ich bin schon soweit. Das ist euch klar. Hopp, Feuer! Mach einfach. Okay. Ich sag nichts. Mir waren's nicht, da steht Imperium drauf. Also, du weißt doch, dass man das sehen kann. Wie der Typ einfach irgendein Item, irgendein Lager. Ich sehe kommen, dass Beam als erstes bei uns auftaucht. Raumfahrer, komm mal. Der darf das ja nicht wissen, genau genommen, ne? Ansonsten nutzt er eindeutig seine Atmenfähigkeiten. Ne, sagst du, ist das Sniper-Turm?
Er hat doch gar keine Atmenfähigkeit mehr. Naja, doch, rennen, er kann nicht mehr auf die Schlitze, kannst du schießen. Wie auch keiner, was er schreibt, ne? Ja, das ist voll geil. Du gehst da in die Knie rein und dann der Barrel. Und der Gegner musst du erstmal durchschießen, ne? Das ist so ziemlich der einfachste, den man bauen kann. Alle anderen. Leute, könnten wir dann gerade noch Spikes hier hinstellen, wo man unten drunter einfach unter die Base kriechen kann? Ja, mach das doch. Sollte nochmal ein Schweiß seinen Namen wechseln, verlässt er das Projekt. Schön nichts schreiben, ne? Sie wissen nicht, wer es war. Ja, ja, wir schreiben nichts. Max weiß, wer das war. Oder wir schreiben, wer war das? Nein, jetzt ist überhaupt nicht provoziert. Das ist hier zu doll. Sehr Game Over Beam. Ja, wer war denn das? Ist das ein echter Scribe? Ich glaube schon. War schon geil, aber. So cool. Schnell wie wir es gemacht haben. Nanny! Das steht alles in der Kanone. Ja. Bau du doch mal die Gatling-Kanone. Ja, man muss sie aber erstmal den Lock machen. Hole, du kannst die Gatling, hopp! Ja, logisch. Ja, ich auch. Der hätte auch einfach mal. Hab ich! Haben wir doch! Komm her, mach mal Gatling, ich brauche Gatling. Du, zweiter Fabricator. Wo haben wir Turret-Munition? Welcher? Irgendwo Larve, erster Fabricator, Turret und der zweite für dich, Kohle. Bleibt alles drin? Ja. Ja, Druck, komm. Minigun meinst du noch? Jo. Ich hätte mal zuhören sollen. Minigun, es fehlt Metall. Gut, passt. Stopp, wo macht ihr die Ketten drauf? Die letzten Fabrikator warten, dass die Turrets, die Munition und so durchgekraftet wird für. Ja, jetzt alle Fabricator jetzt umbauen, hätte ich gesagt. Electronics einstellen und umbauen auf Munition und Waffen. Alles klar. Ja. Ich stoppe. Guck mal, ich hab da irgendwo Fabricator Sniper Larve gelost. Ja, die sind immer noch in der Warteschleife, weil die ganze Zeit Turrets gecraftet werden. Nicht Turrets, Electronics. Meine ich. Aber wir sollten gucken, dass wir im richtigen Moment das nicht mehr machen. Ich glaube, wir brauchen dann auch noch Poly mehr, oder? Was soll abgesehen von den Fabricated Snipern machen? Ich mach links, weil ich gerade schon 12 an, ne? Also. Munition. Laufen vielleicht schon welche. Wer hat denn da jetzt das ganze Material raus? Ich, weil links schon welche laufen. Ja, eine ist jetzt aber hergestellt. Halt 13. Oh. Wir brauchen auch noch um die Base rum viele Turrets. Ja, scheitert am Metall. Ich hab gesagt, wir machen jetzt den zweiten Fabricator von links, machen wir jetzt Turret Pro. Ja, wir brauchen auch noch ordentlich Munition, ne? Turrets und Munition bringen uns alle. Oh lol, Alter, haben wir Electronics. Ja. Hat jemand mitgedacht und viel angeschmissen? Ja. Ich? Ja, ich habe auch immer wieder gestartet, wo ich dann in der Base war. Und ja, nichts gelaufen ist. Ente, wie viel Munition möchtest du erstmal pro Turret? Ente, wie viel Munition pro Turret erstmal? Nein, kein Turret, Alter. 100. Ja, 100 erstmal dann, und dann gucken. Okay. Eben kurz essen. Wow.
Wir haben so viel CT, Gottverdammt. Wieso? Wieso? Ja, scheiße, jetzt soll ich erst wieder das Zeug lernen. Also insoweit kann ich sagen, von der Struktur her ist die Base fertig. Ah, wir wissen ja, wie er es rausfindet. Das müssen wir jetzt noch mit Löcher stopfen, das mache ich jetzt. Wenn sie kontrollieren, ob Imperium Timecube gestellt hat. Die Meldung kommt ja für Imperium nicht. Richtig. Dann sehen sie es dann, dass wir so ein... Ja, die wissen es sowieso im Log. Ja, wenn der Log geguckt wird, aber während der Session gucken die den Log nicht. Ja, das ist ja egal. Ja doch, guck, Max. Er hat jetzt ja geschrieben, wo, wie es aussieht. Ist jetzt sowieso rum. Zur Not heben wir das Ding halt wieder auf und stellen es hin. Kann man das überhaupt? Steht jetzt Imperium drauf, oder? Also in unserem steht Imperium. Ah, okay. Also ich kann den zwar auch nicht mal, ich kann den nicht mal abreißen, aber hey. Also müssten wir unsere Base im Kern sprengen. Nice. Ich darf nicht hin. Okay. Alles klar. Oh, doch kein Raid. Jetzt bin ich enttäuscht. Hätt's ja auch nicht gebracht, in den letzten 10 Minuten noch jemanden zu raiden. Ja doch. Schon mal vorher Platz machen, da kann der gar nichts mehr reißen. Ja, wir verlieren doch aber auch die ganzen Sachen. Die wir dann im Raid raushauen. Wie ausführlich. Was? Okay, wie viele Turrets haben wir jetzt insgesamt? Wo sind die alle? Ich glaube, die stehen alle auf dem Dach. Ja, wir brauchen aber unten noch welche. Definitiv. Ja. Dach ist jetzt auch so weit, ich würde sagen, fertig. Allerdings ist die eine Ecke noch nicht überpowered. Da müsste noch ein Kabel hin. Oh Gott. Ja, überall in die Base rein. Haben wir eigentlich inzwischen Betten in der Base? Ja, in der Base wäre auch noch was gut. Oder sehe ich es nur nicht? Naja, zur Not können wir den Feind mit Chitin beschmeißen. Ja, das ist sehr effektiv. Wir können ja mal gucken, dass wenn wir unsere komplette Ausrüstung haben, wir den Rest mit Chitin vollklatschen. Dass wenn uns jemand lootet und Take-All macht, der sofort überladen ist. Ja, aber wenn er Chitin sieht, will wir da Take-All machen. Naja, manche die gucken ja ins Inventar und machen direkt Take-All. Ja, gut. Die wundern sich dann, warum wir so viele Chitin dabei haben und sind genervt. Besser wäre es, wenn sie Take-All machen, in dem Moment ihnen die Granaten aus den Taschen fallen, die dann die durch die Gegend gefeuert werden. Paratea ist fertig. Okay. Yeah. So, wir brauchen noch ganz viel mehr Turret Money. Ich bleib drauf sitze wegen Level-Ups. Es stehen übrigens 26 Turrets auf dem Dach. Ich hab irgendwann mal 50 gemacht, wo sind die bitte alle hin? Dann weiß ich das nicht. Ich hab nur 26 gefunden. Jetzt im Ernst, wo sind unsere ganzen Turrets hin? Ich hab 9 auf dem Paratheer. Ich hab 50 gemacht? Ja, wir haben jetzt schon 30 gefunden. Wo sind die hin? Wer hat die einstecken? Mich verarschen.
Ihr wollt mich verarschen, oder? Nein. Okay. Gefunden? Nein, nein, das ist toll. Ja. Also 50 Turrets gecraftet und alle weg. Ach, ich toll. Ich ja nicht mehr raus, ey. Hatte die vielleicht irgendwer einstecken und ist dann krepiert? Es ist in letzter Zeit keiner krepiert. Jo.